Also die Idee meines Albums entstand aus diesem kleinen Poem von Alexander Skriabin, Werler Flamm. Als er das damals 1914 komponierte, soll er seinem Biografen Sabaneyev gesagt haben: Schaut doch nur, wie sich hier alles allmählich entfaltet, aus tiefstem Nebel zu blendendem Licht. Ja, sozusagen wie eine Explosion zum Schluss, die alles auslöst, oder im Gegenteil, die dann sozusagen alles auffrisst und dann ist plötzlich als Resultat des Nichts wieder da. Richard Strauss hat ja schon in seinem Titel sehr einleuchtend bezeichnet, worum es ihm geht, Tod und Verklärung. Also er beschreibt hier eigentlich den Leidensweg eines todkranken Menschen. Gerade diese verlorenen, dunklen Klangfarben, die sich abwechseln in diesem romantischen Überschwang dieser sich auflehnenden Episoden gegen das Sterben, das hat mich vor allen Dingen fasziniert. Das gibt dem ganzen Stück diese Dynamik und das wollte ich auf das Klavier übertragen. Es gibt schon kennzeichnende Stellen, beispielsweise eine Stelle in hohen Streichern, deren Effekt ich nochmal unterstreichen wollte, indem ich auch gewisse Klanganreicherungen mir erlaubt habe. Diese Stelle erinnert mich beispielsweise an aufgeschreckte Vögel. Ich dachte auch daran, mir doch gewisse Dissonanzen sozusagen als klangliche Würze zu erlauben, die eben diesen Effekt unterstreichen. Olivier Messiaen, ein bekennender, tiefgläubiger Christ, verweist in seiner Betrachtung über die Kirche der Liebe vor allen Dingen auf das raue Ursprüngliche der Natur. Es ist eigentlich ein anarchisches Bild, was er darstellt, aber unter der Aufsicht dieser göttlichen Übermacht auch etwas sehr Ekstatisches, von dem ein ganz großer Sog ausgeht, den er hier verdichtet in seinem Werk beschreibt und dem wir letztlich alle erlegen sind. Beethoven hat in diesen beiden Sätzen schon zwei entgegengesetzte Pole beschrieben, quasi so ein Yin und Yang. Es gibt ja auch diesen Satz per aspera ad astra, es ist kein bequemer Weg zu den Sternen. Im ersten Satz spürt man ja noch so diesen inneren Kampf des Irdischen. Der Satz beginnt mit diesen Seufzern und er ist irgendwie zerrissen und kämpferisch eben. Und das Ganze verklärt sich dann gegen Ende beim Übergang zum zweiten Satz. Und das ist etwas, was uns bis heute fasziniert. Mir ging es eigentlich in meinem Album vorrangig um das sich Loslösen vom irdischen Gefangensein und dem Streben nach einer neuen Klarheit, einer Transzendenz.